Alles ist drin in dem Modul. Innenausbau, Bad, Küche, Fenster, alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was man jetzt hier vorne sieht, wird fest verglast. Der Raum ist ja sehr klein. Deshalb kann man da nicht opake Wände bauen, sondern man muss rausschauen können. Der Besucher, der Bewohner möchte den Bezug nach außen spüren. Deshalb sind hier hochwärmedämmende Schallschutz- und Sonnenschutzgläser eingebaut. Das sind Komponenten, also Anforderungen, die der Wettbewerb von uns verlangt. Wenn man die Schrauben zu weit reindreht, rutschen die Verbinder nicht ganz ineinander. Da muss man halt genau achten, dass es passt. Die meisten sind Zimmerer oder Schreiner. Und man merkt schon, dass die schon mal was gearbeitet haben in ihrem Leben. Alles in allem hat es wunderbar hier. Jetzt sind wir schon recht früh. Geht voran. Wir unterstützen es auch gerne, weil wir natürlich auch von dem neuen Wissen profitieren. Auf der anderen Seite profitiert die Hochschule, denke ich, auch von unserer Praxiserfahrung. Das ist ein Projekt, ein zukunftsträchtiges, also modulbarweise energieeffizientes Bauen, die wir sehr gerne unterstützen. Die Firma Knapp Verbindungssysteme, ein Unternehmen aus Österreich. Dieses Jahr unterstützen wir die FH Rosenheim. Letztes Jahr haben wir die TU Darmstadt unterstützt und das ist ja sehr gut ausgegangen. Diese Dämmpaneele, die ersetzen praktisch das Fünffache an herkömmlicher Dämmung. In dem Projekt kommt es ja auch drauf an, da ist ja ein Platzproblem. Die haben nur eine gewisse Grundfläche, gewisse Höhe, also gewissen umbauten Raum zur Verfügung und das muss optimal genutzt werden. Ob das jetzt passt, wirklich auf 6 Meter und 3 Meter Höhe, dass jede Schraube seine Funktion und seine Fuge findet, das ist der spannende Moment, den wir dann alle erwarten. Einmal zusammenhängen ist jetzt auch noch nicht die Kunst. Die Kunst ist, das Gebäude wieder auseinanderzunehmen, ohne Schaden dabei zu erleiden. Wir werden das Gebäude insgesamt 5-mal auf- und wieder abbauen. Einmal in Madrid. Dann auf der Landesgartenschau in Rosenheim. Dann auf der Weltleitmesse Bau im Januar 2011. Und zum Abschluss in das Parkhotel, an ein Parkhotel heranstellen. Und auch noch dann muss es funktionieren. Das ist dann schon fast ein Jahr wieder rum. Und das ist das 5. Mal Zusammenbau.